sind die Tierrechtsinitiative Augsburg. Wir haben uns vor einiger Zeit zusammengeschlossen und wir haben es beschlossen, dass wir jetzt heute mal einen ersten Infostand machen bezüglich vegane Ostern. Das steht ja vor der Tür. Und für uns sind Tierrechte und Veganismus, es gehört zusammen. Wir möchten einfach diesen veganen Gedanken nach Augsburg tragen. Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass die Leute dafür offener werden, dass man ohne Ei, ohne Milch backen kann, kochen, also alles machen kann. Man hat für alles Alternativen. Es muss kein Tier leiden. Unsere Gesundheit tut's gut, der Umwelt erst recht. Also ja, wäre schön, wenn da viele mitmachen würden. Super, ganz toll, also auch noch den musikalischen Hintergrund. Wir bieten sehr, sehr viel an, wir haben viele süßen Köstlichkeiten da, Sojadrink für Geschmacksrichtungen. Wir haben ja die Space Bars da aus Seitan, aus Weizeneiweiß, was sehr gut ankommt, besonders unsere Sojadrinks. Also es ist gerade ein großer Ansturm. Es ist ganz toll. Wir haben heute noch eine vegane Ernährung, vegetarische. Ich wollte einfach zeigen, dass es auch schmeckt, dass es kein Verzicht ist. Das bedeutet, dass auch vegane Waffe ist, kann man unterschiedlich. Es soll auf jeden Fall was Dauerhaftes werden, was Festes, also schon einmal im Monat. Ich denke, der Stamm, was jetzt da ist, was sich jetzt so zusammengefunden hat, schaut ganz stabil aus und ich denke also schon, dass es was Festes ist. Wir sind auch in Facebook vertreten. Also, die hat es früher schon mal gegeben, Tierrechtsinitiative Augsburg, jetzt neu. Wir sind halt Tierrechte. Es gibt im Tierschutz wird was gemacht. Aber für uns ist halt wichtig, Tierrechte ist klar, das ist einfach Nummer eins im ethischen, ja, von Moral einfach her, von der Ethik sind es zuerst die Tierrechte, dass das Tier einfach gleich, also nicht menschlich hier gleichwertig anerkannt wird. Und wir und dadurch die Ernährung dazu ist halt Veganismus, natürlich auch Vegetarismus. Und, ja.